24. Lenzburger Gaukler- und Kleinkunstfestival 2017. Zuerst mal das obligate Familienfoto und dann geht's gleich so richtig zur Sache. Während 3 Tagen geben mehr als 23 Gruppen und Solisten ihr Bestes. Majestätisch schreiten sie einher, die außergewöhnlich zutraulichen Giraffen des Teatro Pavana. Da werden rasch Freundschaften geschlossen. Ohne Worte, mit langem Hals und großen Augen. Die Kompanie Roikuva werden ihrem Namen mehr als gerecht. Durch ihre Körpersprache mit Tanz, Akrobatik und Dynamik ziehen die Pantomimen das Publikum in ihren Bann. Künstlerauswahl achte ich darauf, dass sie eine möglichst grosse Vielfalt an verschiedenen Disziplinen hier haben. Dann schaue ich darauf, wie lange die Künstlergruppen schon im Showbusiness sind. Ich habe natürlich gerne solche mit viel Erfahrung. Wir schauen aber auch darauf, dass man Auftrittsmöglichkeiten bietet, dass auch Gruppen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, können auf Lenzburg kommen und einmal bei uns spielen. Ich schaue darauf, woher die Leute kommen. Wir sind ein internationales Festival. Wir freuen uns, wenn die Leute auch von weit her hier anreisen. Platz da, die Gänsekapelle kommt. Standesgemäß im Gänsemarsch, mehr oder weniger im Gleichschritt, aber immer mit der nötigen Haltung. Schließlich weiß jede Gans, was sie der großen Besucherschar schuldig ist. Weiter geht's zur nächsten Bühne. Was diese beiden Akrobatinnen am Vertikaltuch zeigen, lässt einen erschaudern und bewundern. Ein- und auswickeln in scheinbarer Schwerelosigkeit. Leidenschaft und Sinnlichkeit verbinden sich mit perfekter, atemberaubender Artistik. Gambin Spalla Teatro steht für den feinfühligen Pantomimen aus Italien. Er nimmt uns mit auf die Reise zwischen Traum und Wirklichkeit. Romantik und Humor inklusive. Was Movetz und Co. bietet, lässt Kinderherzen höher schlagen. Auch wenn das Strampeln auf den originellen Draisinen anstrengt, die Fahrt macht offensichtlich Spaß. Die beiden spanischen Fotografen versetzen uns ins Jahr 1930, samt Equipment und Oldtimer. Beim furiosen Halt in Lenzburg lassen die beiden es so richtig knallen. Die Feuershow von Fenvire hat Weltklasse und kommt aus Österreich. Das Spiel mit dem Feuer. Eine gelungene Kombination von Jonglage mit einzigartigen Requisiten und Wiener Schmäh. Italien trifft auf Argentinien. Daraus wird ein sinnliches Tanztheater. Akrobatische Elemente und sinnliche Gefühle. Wir arbeiten
aktuell an 8 Gastronomieständen verteilt in der Altstadt von Lenzburg. Einerseits sind das Dritte, die wir zusammen arbeiten, und andererseits sind das auch eigene Stände, die wir betreiben. Und vor allem werden die aus dem Manpower von der Schlossgeisterschänzer Lenzburg aufrechterhalten. Wir probieren stark mit dem lokalen Gewerbe zusammenzuarbeiten, Materialien hier aus der Region am besten in der Altstadt von Lenzburg zu beziehen, um so stets Versorgung gewährleistet zu haben und auch schnell Rückschub oder Nachschub können garantieren und reagieren, wenn irgendwo am Stand Getränk oder was auch immer fehlt. Hier treten Groß und Klein gerne in die Pedale, denn was dabei rauskommt, ist Zuckerwatte von erster Güte. Hand- und fußgemacht ist einfach besser. Bandart verbindet traditionelle Tanzelemente mit digitaler Graffiti-Kunst. Starke Wirkung bei Nacht. Kein Wunder, dass das Duo aus Ungarn damit schon zahlreiche Kulturpreise einheimsen konnte. Den Blues haben die Black Blues Brothers bestimmt nicht. Eine unglaubliche Dynamik und ganz schön Mut. Aus den bewundernden Blicken der Damen zu schließen, stimmt auch die Optik bei den muskulösen Herren. Im 2018 findet das 25-jährige Lenzburger Gaukler- und Kleinkunstfestival statt. Es findet vom 16. bis 19. August 2018 da statt, mit vielen Überraschungen. Wir freuen uns auf alle! Yeah! Das Lenzburger Gaukler- und Kleinkunstfestival 2018. Zum 25. Mal ganz groß. Herzlichen Dank allen Sponsoren und Gönnern.